Hans von Mühlmann hat seine Tochter verloren. Friederike wurde vor 34 Jahren ermordet. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst, erst verurteilt und dann freigesprochen. Jetzt gibt es neue Beweise gegen ihn, doch er kann in Freiheit bleiben. Für mich ist es unerträglich zu wissen, dass der da frei rumläuft. Das ist für mich unvorstellbar. Es ist ja eine gewaltige Ungerechtigkeit nach meinem Verständnis. Was war passiert? Zelle, 4. November 1981. Nach einer Chorprobe trampt die 17-jährige Friederike nach Hause, doch dort kommt sie nie an. 4 Tage später wird ihre Leiche in einem Waldstück gefunden. Wir können sagen, dass sie hier mit mehreren Messerstichen, 11 insgesamt, tot aufgefunden wurde. Der Täter war mit Friederike in den Wald gefahren. Hier hat er das Mädchen erst vergewaltigt, dann mit Messerstichen gequält und ihr anschließend noch brutal die Kehle durchgeschnitten. Bei der Untersuchung fand die Polizei am Tatort auch Reifenspuren. Diese führten zu diesem BMW und zu Ismet H. Faserspuren an Friederikes Kleidung waren identisch mit denen eines Autoteppichs im BMW. Ismet H. wird angeklagt und wegen Mordes vom Landgericht Lüneburg 1982 zu lebenslanger Haft verurteilt. Er geht mit seinem Rechtsanwalt in Revision bis zum Bundesgerichtshof. Der hebt das Urteil auf, verweist den Fall an das Landgericht in Stade. Und das spricht Ismet H. 1983 frei. Zu dem Freispruch ist es gekommen, weil ein Gutachter aufgetreten ist, der sagte, die Reifen, die man beim Leichenfundort gefunden hat, passen nicht zum Fahrzeug des Täters. Erster Punkt. Zweiter Punkt waren die Fasern. Diese Faserspuren, obwohl es 7 verschiedene waren, hat das Gericht aus unterschiedlichen Gründen für nicht so gewichtig erachtet und hat ihn freigesprochen. Der ungesühnte Mord an seiner Tochter lässt Hans von Mühlmann keine Ruhe. 2012 bittet er den Innenminister Niedersachsens um Hilfe. Daraufhin schickt die Polizei, wie schon im Jahr 2000, erneut die Asservate des Mordfalls zum LKA. Dort werden mit den inzwischen möglichen Methoden DNA-Spuren von Sperma-Anhaftungen an einer Binde Friederikes mit denen eines Haares von Ismet H. verglichen. Ein Volltreffer. Jetzt sollte der mutmaßliche Täter nach über 30 Jahren einer gerechten Strafe zugeführt werden können. Doch er lebt weiterhin unbehelligt in Deutschland. Er kann nicht mehr vor Gericht gestellt werden, denn Artikel 103 des Grundgesetzes sagt, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Also die Rechtssicherheit hat hohen Stellenwert, weil man eben sicher sein muss, dass man nicht immer wieder vor Gericht zitiert wird. Aber genauso wichtig ist verfassungsrechtlich die Gerechtigkeit, die materielle Gerechtigkeit, dass niemand, der eine schwerste Straftat begangen hat, ohne Strafe davonkommt. Derzeit ist die Wiederaufnahme eines Verfahrens zu Ungunsten eines Angeklagten laut Strafprozessordnung möglich, wenn es in der Verhandlung zu Urkundenfälschung kam, eine vorsätzliche Falschaussage getätigt wurde, es zur Bestechung eines Richters kam oder der Angeklagte später ein Geständnis ablegt. Eine Gesetzesinitiative von Nordrhein-Westfalen und Hamburg im Jahr 2007 wollte erreichen, dass bei Mord und Völkermord auch freigesprochene Angeklagte wieder vor Gericht gestellt werden können. Nämlich dann, wenn sich aufgrund neuer technischer Ermittlungsmethoden wie der DNA-Analyse das freisprechende Urteil als falsch herausstellt. Und für diese Gesetzesinitiative gab es einen konkreten Auslöser. 10. Dezember 1993. In dieser Düsseldorfer Videothek wird die Angestellte Andrea B. überfallen. Der Täter zieht der dreifachen Mutter eine Plastiktüte über den Kopf und umwickelt sie mit 30 Meter Klebeband. Die 28-Jährige erstickt qualvoll. Die Polizei ermittelt Werner P. als Täter. Der bestreitet die Tat. Dem Gericht reichen die Beweise nicht. Werner P. wird im Januar 1997 freigesprochen. 2006 lässt die Staatsanwaltschaft die Asservate mit den neuesten Methoden untersuchen. Am Klebeband, mit dem das Opfer erstickt wurde, werden DNA-Spuren von Werner P. gefunden. Werner P., einmal freigesprochen, kann damals, genauso wie Ismet H. jetzt, nicht mehr vor Gericht gestellt werden.
Der Bundestag schaffte es nicht, den Gesetzentwurf bis zum Ende der Legislaturperiode im Oktober 2009 zu beschließen. 2010 wurde der Antrag deshalb erneut eingebracht. Der mutmaßliche Täter im Fall Andrea B. war kurz vorher verstorben. Wenn dann der aktuelle rechtspolitische Druck nicht vorhanden ist, dann lässt man so etwas lieber liegen. Das ist eben das Wesen der Politik. Mit dem Fall von Mühlmann ist das Thema wieder aktuell. Wir fragen beim Justizministerium nach, wie man dort zu einer Gesetzesänderung steht und erhalten die Auskunft. Konkrete Gesetzesinitiativen sind im Bereich der Regelungen der strafverfahrensrechtlichen Wiederaufnahme derzeit nicht geplant. Hans von Mühlmann hat mit Hilfe seines Anwalts eine Petition für eine Gesetzesänderung gestartet. Innerhalb weniger Wochen haben schon mehr als 35.000 Menschen unterzeichnet. Anwalt Schädler verklagt Ismet H. jetzt zivilrechtlich auf Schadenersatz. In einem Verfahren müsste H. sich auch zum Geschehen 1981 äußern. Die Verjährungsfrist für eine Klage ist eigentlich am 4.11.2011, 30 Jahre nach der Tat, abgelaufen. Wir werden gegen diese Verjährung vorgehen, indem der Täter sagte, er ist es nicht, ist im Prinzip die Verjährungszeit rumgegangen. Und das, so meinen wir, steht einer Verjährung entgegen. Mein Mandant hatte nie die Chance gehabt, diesen Anspruch zu stellen, weil er den Täter nicht kannte. Hans von Mühlmann hat alles ihm Mögliche getan. Jetzt hofft er auf die deutsche Justiz.